Ich zeige dir heute 7 entscheidende Faktoren für die perfekte Tonaufnahme. Hallo, ich bin Martin und auf meinem Kanal lernst du Musikproduktion in Logic Pro. Wenn du in irgendeinem Recording-Forum die Frage stellst, wie du bessere Tonaufnahmen machen kannst, im Home-Recording-Studio oder sonst wo, dann dreht sich das Thema meistens sehr schnell um eine Sache und das ist Recording-Equipment. Also Preamps, Vorverstärker, gute Mikrofone, Kompressoren und so weiter. Und ja, es stimmt, hochwertiges Recording-Equipment ist mitentscheidend für gute Tonaufnahmen, aber eben nicht alleine entscheidend. Da hängen noch ganz viele andere Faktoren dran. Meiner Meinung nach sind es insgesamt 7 und die möchte ich dir jetzt erklären. Um es möglichst logisch und einfach zu halten, fange ich ganz vorne in der Signalkette an. Und das ist Schritt Nummer 1, ein gutes Song-Arrangement. Und jetzt denkst du wahrscheinlich, was hat denn das jetzt damit zu tun, Song-Arrangement? Ich wollte was über Aufnahmetechnik lernen. Ja, aber wenn dein Song-Arrangement nicht gut ist, wenn dein Song nicht gut ist oder der des Künstlers, wirst du keine guten Tonaufnahmen machen. Wenn die Lyrics von dem Song zum Beispiel holprig sind, wenn sie rhythmisch nicht sauber ausgearbeitet sind, kann die Sängerin den Song nicht richtig einsingen. Wenn das Arrangement zu langwierig, zu repetitiv oder zu überladen ist, dann werden dir die besten Aufnahmetechniken nichts bringen, weil das Ergebnis nachher nicht ausgeglichen ist. Dasselbe gilt für Arrangements, wo sich zu viele Elemente im gleichen Frequenzspektrum bewegen. Auch dann kannst du noch so gute Aufnahmen machen, das Endergebnis wird nicht passen. Deswegen sei als Recording Engineer so ehrlich und sag deinem Kunden, wenn du für Kunden mischst, wo die Schwächen in seinem Arrangement sind, versuch mit ihm oder mit deiner Band daran zu arbeiten, dass du ein ausgeglichenes Arrangement hast und fang erst dann mit der Tonaufnahme an. Schritt Nummer 2, ein erfahrener Künstler. Und auch wenn du jetzt wieder denkst, es geht wieder nicht um Equipment, um tolle Kabel oder Mikrofone, sage ich dir, welcher Künstler, welcher Musiker vor deinem Mikrofon sitzt, ist ein ganz entscheidender Faktor, ob deine Aufnahme gut wird oder schlecht. Und es kommt hauptsächlich auf 3 Dinge an. Erstens, wie gut oder wie erfahren ist der Sänger oder der Musiker? Zweitens, wie gut vorbereitet ist der Musiker? Und drittens, wie wohl fühlt sich die Musikerin, Sängerin oder der Musiker? Kommen wir mal zu Punkt Nummer 1. Wenn du mit einem Anfänger arbeitest, wenn du mit jemandem arbeitest, der vielleicht Talent hat, aber noch nie im Studio war, dann musst du wesentlich mehr Zeit einplanen für so eine Recording-Session, ohne zu wissen, ob du danach irgendwie einen brauchbaren Take hast. Deswegen ist es immer schwierig, besonders wenn es um Geld geht im Tonstudio, wenn es im professionellen Tonstudio ist, mit sehr unerfahrenen Leuten zu arbeiten. Punkt Nummer 2. Wie gut sind deine Künstler oder Musiker vorbereitet? Auch das ist ein ganz entscheidender Faktor und ich habe es im Studio oft erlebt. Du hast einen Musiker oder einen Künstler, der eigentlich gut ist, aber der einfach schlecht vorbereitet ist, der den Song nicht richtig gelernt hat, der nicht weiß, welche Breaks soll er spielen als Drummer, der nicht weiß, welche Adlibs er einsingen soll oder der die Backing Vocals nicht richtig ausgearbeitet hat. Also auch mit einem guten Künstler, der nicht vorbereitet ist, wirst du wenig Spaß im Studio haben und am Ende wahrscheinlich auch keine guten Tonaufnahmen. Also schwör deine Band darauf ein, schwör die Künstler darauf ein, dass sie den Song wirklich in- und auswendig können, bevor sie zur Recording-Session kommen. Punkt Nummer 3, und der ist auch sehr entscheidend, insbesondere bei Sängerinnen und Sängern. Wie wohl fühlt sich der Künstler, die Sängerin oder der Sänger in deinem Studio? Das ist ein ganz entscheidender Faktor, denn anders als ein Instrumentalist kann ein Sänger, wenn er sich nicht wohlfühlt, das schlechter verdecken. Das heißt, wenn er sich unsicher fühlt, wenn er sich nicht wohlfühlt, wenn mit dir vielleicht die Chemie nicht stimmt, dann wirst du das in der Aufnahme aller Wahrscheinlichkeit nach hören. Deswegen ist dieser Wohlfühlfaktor sehr, sehr wichtig. Darauf komme ich aber in einem späteren Punkt nochmal zurück. Schritt Nummer 3, die akustisch optimierte Aufnahmeumgebung. Und eigentlich denke ich, bei diesen vielen YouTube-Videos, die jetzt in den letzten Jahren zu diesem Thema hochgeladen worden sind, dass das irgendwie klar sein müsste. Aber sehr, sehr oft sehe ich das noch, beziehungsweise höre es, dass ich Aufnahmen bekomme, dass ich Rohspuren bekomme von Bands, die einfach irgendwo im Gewölbekeller einspielen mit total verhaltenen Aufnahmen, schlechten Drumspuren, weil sie ihren Raum akustisch nicht optimiert haben. Denk immer daran, auch ein 10.000-Euro-Mikrofon wird dir in einem schlecht akustisch optimierten Raum keine guten Ergebnisse bringen. Und das finde ich wirklich schade, weil gerade junge Bands verballern damit meines Erachtens viel Potenzial. Du kannst heutzutage recht einfach und auch viel kostengünstiger als früher einen Raum akustisch optimieren. Es gibt dazu tonnenweise Do-it-yourself-Anleitungen im Netz. Ich selber hatte jetzt keinen Bock, mit Dämmwolle zu hantieren und deswegen habe ich das Studio hier in Spanien mit Basotect-Absorbern und einem Akustikvorhang optimiert. Und ich finde, Basotect ist nicht so teuer, es ist sehr, sehr wirkungsvoll und vor allem sind die Elemente sehr leicht. Das heißt, du kannst sie im Raum hin und her hängen und verschiedene Optionen ausprobieren.
Wichtig ist auch immer zu wissen, was du genau in deinem Studio machen möchtest. Möchtest du akustische Drums aufnehmen? Möchtest du Gitarrenverstärker aufnehmen? Oder möchtest du vielleicht nur deinen Gesang oder deinen Rap-Part aufnehmen? In diesem Fall, und das machen ja viele, dass sie hauptsächlich ihren Gesang zu Playback aufnehmen und den Rest mit Softwareinstrumenten einspielen, reicht dir vielleicht auch eine Gesangskabine. Ich habe jahrelang mit meiner Frau in einem Mehrfamilienhaus mit einer Vocal Booth von Clearsonic, ich kriege kein Geld von der Firma, gearbeitet. Das ist so eine Vocal Booth, so eine Gesangsbox, die nicht ganz billig ist, aber die einerseits für sehr, sehr schön trockene und neutrale Gesangsaufnahmen sorgt, damit du nachher die komplette Flexibilität beim Mixing hast und die sehr wenig Schall nach außen lässt, also auch für die Schalldämmung sorgt, sodass du auch morgens um 4 einsingen kannst, wenn du möchtest. Wenn du zum Beispiel Gitarrist bist und nicht auf deinen eigenen Amp verzichten möchtest, also nicht mit virtuellen Amps einspielen möchtest, dann kannst du dir eine sogenannte Silent Box besorgen. Da ist die Box schon drin verbaut in so einem Kasten, ich blende es dir mal ein. Und den kannst du zumachen, dann kannst du dröhnen mit deinem Gitarrenverstärker, aber du wirst draußen nur in Zimmerlautstärke was hören. Also wenn dir das wichtig ist, kannst du auch so eine Box kaufen. Wie gesagt, bleib immer flexibel. Schritt Nummer 4, bestmögliches Aufnahmeequipment. Jetzt sind wir vielleicht bei dem Punkt, auf den die meisten gewartet haben oder über den die meisten bei diesem Thema immer reden. Ich habe es eingangs schon erwähnt, hochwertiges Aufnahmeequipment erhöht natürlich deine Chancen massiv, dass deine Aufnahmen auch richtig gut werden. Und da es da jetzt so viel davon gibt, da könnte ich jetzt 6 Stunden drüber reden, beschränke ich mich jetzt in diesen Tipps hier auf mein Aufnahmeequipment, das ich selber auch benutze, und ich beschränke mich auf die Grundausstattung, sonst müsste ich viel zu weit ausholen. Also zunächst mal, was ich ganz wichtig finde, gerade im Homestudio, ist einfach ein Großmembran-Kondensatormikrofon, denn diese Mikrofone sind in der Regel Allrounder. Das heißt, du kannst damit alles aufnehmen. Du kannst mit einem Kondensatormikrofon zur Not auch ein ganzes Schlagzeug abnehmen. Du kannst Gesang abnehmen, du kannst Gitarrenboxen abnehmen und zum Beispiel auch akustische Gitarren. Ich selbst habe mich irgendwann mal für das Neumann TLM 107 entschieden. Auch von der Firma bekomme ich kein Geld, dass ich das hier sage. Denn dieses Mikrofon hat umschaltbare Richtcharakteristiken und das finde ich sehr, sehr praktisch. Ich kann also eine Niere einstellen, eine Superniere oder auch eine Kugel einstellen, wenn ich mal einen Background-Core aufnehmen möchte. Und somit kriegst du mit diesem Mikrofon, gibt es auch noch von anderen Firmen solche Mikrofone, hast du maximale Flexibilität, was ich wirklich sehr, sehr gut finde. Das zweite ist natürlich ein Mikrofon-Preamp oder ein Audio-Interface. Es gibt jetzt hier auch wieder unendlich viele Anbieter, unendlich viel Auswahl. Deswegen empfehle ich jetzt hier auch wieder Sachen, die ich selber verwendet habe. Wenn du nur dich selbst und deine Gitarre aufnehmen möchtest, dann reicht dir ein sehr, sehr kleines Audio-Interface. Ich habe jahrelang hier mit diesem Scarlett 2i2 oder wie man es ausspricht, gearbeitet. Das ist gerade für Mac-User einfach Plug-and-Play. Du brauchst keine Software. Der Klang ist meines Erachtens hervorragend und das ist sehr gut verarbeitet. Also ich kann das empfehlen. Aber es gibt natürlich ganz viele Firmen, die sowas anbieten und es gibt eine unendliche Auswahl. Hier im Studio in Spanien habe ich jetzt ein größeres, weil ich auch mal eine kleine Bands aufnehmen möchte. Da habe ich das 18i20 auch von Focusrite, weil ich einfach mit der Firma bisher gute Erfahrungen gemacht habe. Aber hier kommt es mir hauptsächlich darauf an, dass du auswählst, was du brauchst. Also wie viele Instrumente möchtest du aufnehmen, was für eine Qualität möchtest du haben oder was für Aufnahmen überhaupt möchtest du machen. Danach solltest du dein Interface auswählen. Das kann ich jetzt hier nicht in die Tiefe besprechen. Übrigens, das ganze Equipment, das ich hier vorstelle, habe ich dir auch nochmal in einem PDF festgehalten. Das habe ich dir unten im ersten Kommentar angepinnt. Das heißt, in 7 Schritten zur perfekten Tonaufnahme. Da kannst du dir es runterladen und auch nochmal in Ruhe nachlesen. Unten im ersten Kommentar sind dann die ganzen Equipment-Empfehlungen drin und auch noch viele weitere Tipps, die ich jetzt hier nicht alle erzählen kann. Schritt Nummer 5, der richtige Eingangspegel. Und auch das ist wieder eine Sache, wo ich viele einfach verkorkste Aufnahmen höre. Also es ist wichtig, dass du den richtigen Eingangspegel hast und da gibt es auch ganz viele YouTube-Tutorials dazu, aber meines Erachtens wird die Sache immer viel zu verkompliziert. Du musst eigentlich nur auf 2 Sachen achten, so mache ich das seit Jahren, und dann hast du immer gut ausgesteuerte Aufnahmen. Punkt Nummer 1 ist, du musst in deiner DAW auf das Pre-Fader-Metering umschalten. Denn der Volume-Fader, den du tänzeln siehst in deinem Mixer, zeigt dir nur die Lautstärke an, aber nicht, was wirklich reinkommt, also nicht die Eingangslautstärke. Such also in deiner DAW einen Umschalter für Pre-Fader-Metering. Das ist wichtig, denn nur dann siehst du den richtigen Eingangspegel. Und jetzt kannst du auch wirklich sehen, was kommt rein in den Kanalzug, was kommt rein in die DAW, und dann kannst du auspegeln. Und da hältst du dich bitte auch an ein ganz einfaches Prinzip, und zwar ist das 70%-Prinzip. Das ist wirklich einfach. Also
hör auf mit dieser minus 18 dB-Regel oder was auch immer, sondern lass einfach den Musiker einspielen oder spielt selber ein. Und wenn dann die Anzeige im Kanalzug bei ungefähr 70% tänzelt, wenn der ganze Ausschlag 100% wäre, wenn sie bei 70% tänzelt im Durchschnitt, dann wirst du immer und garantiert einen gesunden Eingangspegel haben und wirst gute Aufnahmen machen. Und denk dran, heutzutage ist es kein Problem mehr, Aufnahmen danach noch in der DAW wesentlich lauter zu machen. Schritt Nummer 6, und das ist der gute Recording Engineer, der du hoffentlich bist oder werden möchtest. Und hier kommt es auf 3 Punkte an. Erstens, du brauchst Erfahrung. Zweitens, du brauchst Organisationstalent. Und drittens, musst du ein toleranter Teamworker sein. Gehen wir mal zu Punkt 1. Natürlich ist es klar, je mehr Erfahrung der Tontechniker hat, desto bessere Aufnahmen wird er machen. Also Tontechnik ist schwierig, es ist komplex und es ist viel und die Lernkurve ist relativ flach. Deswegen mach so viel Erfahrung wie möglich, nimm umsonst auf, nimm deine eigene Band auf oder dich selber, bevor du dafür Geld verlangst. Das zweite ist Organisationstalent. Nichts ist schlimmer bei der Recording Session als ein planloser Recording Engineer. Das heißt, er weiß nicht, warum kommt kein Signal rein. Kabel sind kaputt. Er weiß über sein eigenes Routing nicht Bescheid. Er ist nervös. Irgendwas funktioniert nicht. Das ist ganz, ganz schlecht und versaut dir sofort am Anfang gleich den kompletten Recording-Tag. Die Musiker werden gestresst. Der Engineer ist gestresst. Die Sache ist im Prinzip schon gelaufen. Deswegen bereite am Tag vorher unbedingt alles vor. Check deine Kabel. Hast du Ersatzkabel? Funktionieren alle Mikrofone und so weiter? Das, wenn die Band reinkommt oder der Künstler reinkommt, dass du wirklich vorbereitet bist, dein System hochfährst und direkt anfangen kannst. Punkt Nummer 3, und das ist vielleicht sogar der wichtigste, ist der tolerante Teamworker. Du erlebst im Studio verrückte Sachen. Du erlebst Anfänger, die sich gnadenlos überschätzen. Du erlebst schlecht gelaunte Profis und du erlebst Bands, die sich während der Recording-Session auflösen. Alles schon erlebt. Das heißt, damit musst du dealen und du brauchst ein gutes Maß an Menschenkenntnis. Du bist immer auch so ein bisschen Psychologe für die Band, immer auch so ein bisschen die Bandmutti. Jeder, der schon mal eine Recording-Session mit einer Sängerin gemacht hat, die sich letzte Woche von ihrem Freund getrennt hat, weiß das. Du brauchst einfach ein gutes Gespür für Menschen und hauptsächlich kommt es auf 2 Sachen an. Du musst die Überflieger auf den Boden der Tatsachen zurückholen, also die sich überschätzen, und du musst aus den Unsicheren, also die noch nicht so viel Erfahrung haben, die beste Performance rausholen. Noch eine kleine Sache am Schluss. Denk immer dran, der Recording-Tag ist kein Show-Off für dich, deine Kenntnisse und dein Equipment. Dein Job ist es, bestmögliche Rohspuren für eine professionelle Musikproduktion zu machen. Schritt Nummer 7, das sind gute Abhörmonitore oder ich korrigiere es mal, Abhörmonitore oder Kopfhörer, die du kennst. Das hat jetzt nicht zwingend was mit dem Recording zu tun, aber natürlich musst du die aufgenommenen Spuren auch abhören, oft auch noch direkt am Aufnahmetag, und deswegen musst du natürlich die Monitore kennen und du musst hören, klingt es gut oder klingt es schlecht oder wo gibt es Probleme bei der Aufnahme. Wichtig ist auch hier wieder nicht unbedingt das Geld. Ich denke, so ein Sweet Spot für Home Recording Studios ist für Monitore so zwischen 300 und 500 Euro. An der unteren Grenze, dafür kannst du schon was Ordentliches bekommen oder auch gute Kopfhörer. Viel wichtiger finde ich, dass du weißt, wie gute oder professionelle Produktionen, die auch im Radio laufen, wie die auf deinem Kopfhörer zum Beispiel klingen. Denn wenn du das viel auf deinem Kopfhörer hörst, auch deine Lieblingsmusik, dann weißt du, wie professionelle Aufnahmen klingen und kannst so besser vergleichen, was vielleicht bei deinen Aufnahmen noch fehlt. Was ist jetzt also das Fazit von diesem Video? Ich denke, beim Aufnehmen gelten in ungefähr die gleichen Regeln wie beim Abmischen auch. Es gibt nicht dieses eine perfekte Mikrofon, das du unbedingt brauchst und das den Unterschied macht. Es gibt nicht die eine perfekte Aufnahmetechnik, die immer funktioniert, sondern eine gute Recording-Session setzt sich aus vielen kleinen, richtigen Entscheidungen zusammen, so wie beim Mixing eben auch. Als Recording-Engineer nimmst du Menschen auf. Jeder von ihnen performt unterschiedlich gut oder schlecht und benutzt unterschiedliche Instrumente. Versuche einfach, die besten Momente ihres Gesangs oder ihres Spiels perfekt einzufangen. Jetzt interessiert mich natürlich noch deine Meinung. Was sind deine Best Practices für den Aufnahmetag? Welches Equipment benutzt du? Und hast du meine 7 Punkte einigermaßen logisch und nachvollziehbar gefunden? Schreib mir das bitte unten gerne in die Kommentare. Und falls dir das jetzt hier alles zu schnell ging, ich habe dir alles, was ich hier erzählt habe und noch viel mehr, auch nochmal in einem PDF zusammengefasst, in 7 Schritten zur perfekten Tonaufnahme. Habe ich dir unten im ersten Kommentar angepinnt, da kannst du dir das runterladen. Ich bedanke mich jetzt ganz herzlich bei dir fürs Zuschauen. Schick dir viele Grüße aus Alicante. Wir sehen uns und bis bald.